Und damit herzlich willkommen zu AdventureCraft. Hi zusammen. Woo. Hallöchen. Jo, hi. Hallo. Ich würde sagen, lass uns erstmal alle gemeinsam vorstellen. Wer macht denn alles mit beim Projekt? Hier, von links nach rechts, Debi. Hallo. Muss ich mehr sagen? Reicht, oder? Alles gut. Zwei Worte über dich. Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Peter. Hallo. Ich bin ja auf diese Insel gekommen und soll gleich irgendwas bauen. Ich habe hier eine Kiste. In der Kiste sind Schilder drin. Nimmt jeder von euch mal bitte ein Schild und setzt das Schild unter seinen Spieler, wenn das geht. Was sollen wir draufschreiben? Nix. Gar nichts. Okay. Oh, unsere Spielzeit. Wow. Habe ich gemacht. Wir wollen hier vorne am Spawn vielleicht so ein bisschen festhalten, wie viel Spielzeit insgesamt hier reingeflossen ist. Deshalb haben wir auch einen Gesamtzähler, der uns anzeigt, wie viel Spielzeit insgesamt schon hier in dieses Projekt reingesteckt worden ist. Leute, kommt mal mit. Ich zeig euch was. Jetzt müssen wir hier schwimmen. Keine Hat Boote. Jemand ein Boot? Nein. Seit wann gibt es denn Schwimmanimationen? Debi ist voll dabei. Voll auf 1,12 hängen geblieben. So. Das hier ist der Spawn. Später, wenn ein Spieler die Map betritt, wird er hier landen. So, und der Spieler, der muss irgendwo hin. Die Frage ist, wo muss er hin? Zu einem ganz besonderen Schatz, den gefunden haben. Und den wollen wir uns heute noch einmal angucken, bevor das Projekt dann offiziell startet. Ja, das Projekt wird hauptsächlich live ablaufen. Das heißt, mit der heutigen Folge, liebe Zuschauer, sind auch die ersten Livestreams aktiv. Das heißt, ich weiß nicht, ab wann ihr mal streamt, aber wir dürfen ab jetzt streamen. Und meistens, nachdem ich Stream starten drücke. Ja, so. Wir beeilen uns mal ein bisschen entlang zu kommen. Also ihr seht, aktuell ist es nicht sonderlich schwer, zum Schatz hinzukommen. Man muss nur diesem Weg folgen, vorausgesetzt, man kriegt es hin. Also zur Story. Wir sind aktuell die Urväter dieses Landes. Das wir es einfach mal Drachma nennen. Und wir haben, als wir dieses Land besiedelt haben, einen gewaltigen Schatz entdeckt. Und auf den Schatz laufen wir gerade zu. Dieser Schatz ist ein Portal. Wenn man das Portal durchstreitet, erhält man Unsterblichkeit. Das heißt, man kann nicht sterben, solange man auf der anderen Seite des Portals ist. Das ist was ganz Besonderes. Und weil es so krass und besonders ist, by the way, da hinten sieht man schon das Portal, wollen wir dieses Portal schützen. Und wir wollen es mit Prüfungen belegen. Es geht darum, dass wenn jetzt ein Spieler, also liebe Zuschauer, ihr später die Map betritt, dann sollen diese Spieler erstmal Prüfungen lösen, um an dieses Portal ranzukommen. Das Projekt wird so ablaufen. Ihr könnt gerne schon durchgehen. Geht gerne ja, schon durch. Dann habe ich gewonnen. Oh nein. Und letzter. Wenn wir Diamanten brauchen und Totems auf anderen. Das ist Lava. Das ist unser Schatz. Die machen wir nicht kaputt, Spack. Schade. So. Oh, können wir da rein? Bad. Ja, ihr könnt cool. Wir können jetzt hier uns einen kleinen Lava. Wir können uns hier einmal. Ich würde sagen, wir sind für das Projekt Feuer und Flamme. Finde ich gut. Das sehe ich. Sehr gut. Also das ist die Farm World gleichzeitig auch. Das heißt, hier dürfen wir alle Ressourcen uns holen, die wir benötigen zum Bauen der Anlage. Die Idee ist die folgende, dass wir uns so ein bisschen aufteilen. Wir machen einige Dinge zusammen, wir machen einige Dinge alleine. Zum Beispiel zusammen bauen wir eine große Mauer um diesen Schatz, versehen das mit einer großen Tür mit Schlüssellöchern und haben dann die Möglichkeit, dass jeder von euch irgendwie eine Prüfung errichtet. Das kann Jump'n'Run sein, das kann ein Rätsel sein, das kann irgendwas anderes sein. Hauptsache, man erhält dann irgendwie diesen Schlüssel. All diese Sachen überlegen wir uns. Spark schaut schon darunter in die Festung. Genau, die Sparky war es. Ja, ja. Genau. Ihr dürft theoretisch auch schon ab heute ins Ende gehen, auch den Enderdrachen besiegen. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Einfach, um die ganzen Ressourcen zu bekommen. Liebe Leute, ich öffne hiermit das Projekt. Oh, sage auf ein faires Miteinander. Und also ich würde vorschlagen, dass ich zum Beispiel die Sache mit den Schlüssellöchern baue, aber wenn vielleicht zum Beispiel Debitor sagt oder Spark sagt, so, ihr bockt euch so eine Slime-Pistentür zu bauen, dann ist das natürlich willkommen. Zwischen diesen Prüfungen, die wir bauen, wird es auch noch ein Wegenetz geben. Und bei diesem Wegenetz ist es auch nochmal cool, wenn wir irgendwie da so kleine Rätsel einbauen. Ich glaube, dass sich vieles ergeben wird. Also liebe Zuschauer, wir werden uns auch so im Hintergrund ein bisschen absprechen über die Dinge, die wir tun. Ich eröffne hiermit das Projekt einfach offiziell und sage, ja, auf geht's. Ob die Wette gilt. Los geht's. Okay, dann viel Spaß. Danke auch so. Oh, da hinten ist eine Eiswelt sogar. Ja, ist was anderes. So, jetzt mal ganz alleine. Ihr seht gerade oder beziehungsweise habt gerade gesehen, ich habe momentan auch noch 0 Stunden Spielzeit. Also ich bin direkt nach der Aufnahme auch wieder rausgegangen. Hier haben einige schon ihr Bett und ein paar Tische hingestellt, aber ansonsten noch nichts Wildes. Auf der anderen Seite ist auch noch nicht viel passiert, aber das Projekt finde ich eigentlich ganz cool, quasi eine Adventure-Map so für alle zu bauen, wer das gerade noch nicht verstanden hat. Ich habe da hinten auch, oh doch, da hat wohl schon jemand gebaut. WTF, da hat einer schon ein Haus. Okay, trotzdem, ich denke mal, das Projekt wird ganz cool, sodass man quasi am Ende eine coole Adventure-Map hat. Ich denke mal, Redstone in den ganzen Kram werden die Redstone-Spezialisten setzen. Und mein Teil Adventure-Map könnt ihr ganz gerne mal reinschreiben, wie das aussehen soll, wie das werden soll. Und ich denke mal, es wird so eine Art Jump'n'Run mit Rätsel kombiniert und hauptsächlich auch im Livestream gespielt.
Und ja, wer da Lust zu hat, Link zum Livestream in der Videobeschreibung. Sollte ich heute, also heute ist Sonntag, eigentlich um 19 Uhr starten, wer da Lust drauf hat. Und dann werden wir einfach mal ein paar Rohstoffe sammeln, ein bisschen planen, ein bisschen bauen, gucken, was die anderen machen, gucken, was die anderen gemacht haben. Und dann geht's auch rund. Und für alle, die jetzt dieses Modpack-Projekt warten, was ich im Community-Tab angeteasert habe, das kommt morgen gegen 12.30 Uhr. Und wer da Lust drauf hat, einfach mal einschalten. Das ist All the Mod 6 mit Carscrafter zusammen. Und das ist quasi ein ganzes, frisches, neues Modpack, wo wir quasi immer up-to-date halten so ziemlich und das Ganze dann starten werden. So, ich glaube, ich werde mich erstmal in diese Stadt begeben. Da hat aber einer schon fleißig gebaut, ne? Und da dann quasi so ein bisschen was aufbauen, ein paar Rohstoffe sammeln und dann schauen wir mal, wie es wird. Klar müssen wir hier am Anfang ein bisschen Vanilla machen, was jetzt nicht sonderlich schlimm ist. Aber das Ganze nochmal angedacht. Oh, hier hat jemand schon mal gebaut. Jemand hat in mein Dorf gebaut. Aber wie? Das ist einfach ein Cobblestone-Block. Wer wohnt in meinem Cobblestone-Block? Ich glaube, da sind ganz viele Dorfbewohner drin. Wer hat ihn schon eingefangen? Cool. Ja, das dann dazu. Da werden wir auch noch ein bisschen Spaß mit haben. Und ja, ich glaube, ich werde so ein Burg-Theme oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das machen kann prinzipiell. Also klar, man kann alles machen. Oh, ich kann sogar eine Schaufel aus Diamant machen. Das machen wir jetzt. Absolut useless. Ne, warte, eigentlich müssen wir mal runtergehen und ein paar Sachen farmen, oder? Ein paar Sachen sammeln. Können wir ja auch jetzt mal machen. Ich habe nur eine Stone Pickaxe. Ist hier irgendwo ein Eingang? Aha, doch keine Höhle. Ich dachte, hier wäre eine Höhle. So, ein bisschen Kohle schon mal am Start. Oh, Sekunde. Ich höre eine Höhle. Ich glaube, unter uns ist eine Höhle. Mist, ich habe noch keine Schaufel, glaube ich. Vor allem glaube ich, weißt du. Ich habe keine Schaufel, Mann. Okay, wir gucken mal ganz kurz runter. Ich glaube, hier ist richtig. Da ist die Actionhöhle. Action total. Ich springe jetzt mal noch nicht rein. Mein Dia wollte ich behalten. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die Sachen in der Kiste getan habe. Und los geht's. Beste Idee. Creeper kommt am Start. Alle brennen. Noch besser. So. Ich glaube, da hinten ist ein Spawner, ey. Sehr gut. Spinne hatte gerade genug Schaden bekommen, wahrscheinlich vom Creeper. Ja, und dann würde ich sagen, können wir hier heute Abend starten. Wer Lust hat, wie gesagt, einfach mal einschalten und dann werden wir hier mal eine ordentliche Höhlentour machen. Und natürlich könnt ihr auch weitere Fragen stellen zu anderen Projekten oder zu anderen Spielen, die wir hier spielen. Kann aber gut werden, denke ich mal, gerade je nachdem, wie viel ihr da baut und dann hat man am Ende eine richtig schöne Adventure-Map, wo man dann zusammen spielen kann oder ihr könnt dann spielen, mehr oder weniger. Also, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr das Projekt feiert oder auch nicht und ansonsten bis zum nächsten Part. Beziehungsweise erst im Livestream und dann irgendwann noch ein Part. Also, tschüss!